Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema Post-EEG für Stadtwerke. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute alle mit dabei sind und ich freue mich auch sehr, unsere Expertin von der Firma Adesso zu begrüßen, Jevgenia Rogge, und auch mein Kollege Simon Schweder wird mit dabei sein und die beiden werden sich dann gleich einfach noch separat vorstellen. Ja, zum virtuellen Kraftwerk vielleicht noch ganz kurz. Uns gibt es seit etwa 2016 und wir sind spezialisiert auf die Themen Kleinteiligkeit und dezentrale Energieerzeugung und Verteilung. Das heißt, wir sammeln die grüne Energie ein und verteilen diese auch wieder und das sehr flächendeckend deutschlandweit. Wir haben mittlerweile 2000 Anlagen bei uns in der Direktvermarktung und mittlerweile auch über 150 Kooperationspartner, denen wir unsere Services sehr gerne anbieten. Und wir sind bekannt für unsere schnelle, digitale und einfache Abwicklung, aber dazu wird es dann auch gleich noch mal mehr Infos geben. Ich bin bei uns im virtuellen Kraftwerk für die Unternehmenskommunikation verantwortlich und ja, moderiere in diesem Sinne auch die Webinare und freue mich, dass Sie heute hier mit an Bord sind. Und jetzt würde ich an meinen Kollegen Simon Schweder übergeben und wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Webinar heute. Gut, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Zur Vorstellung würde ich Jevgenia den Vortritt lassen. Ladies first, so dich gleich kurz vorstellst und direkt Danke. anschließen. Sehr gerne. Guten Tag, all zusammen. Mein Name ist Jevgenia Rogge, ich bin von Adesso SE und wir sind ein ziemlich ja, schon bekannter IT-Dienstleister mit einem sehr breiten Portfolio. Von der IT-Strategieberatung bis zu IT-Migration, ganz viel Software-Einführung, also Standardprodukte, ganz viel Individualentwicklung. Das heißt, bei der digitalen Transformation können wir eigentlich ja, so gut wie alles abwickeln und ich bin sehr gespannt, Ihnen heute vorstellen zu dürfen, welche IT-Änderung Post-EEG mit sich bringt. Simon? Bestens. Ja, noch ein Satz zu mir. Mein Name ist Simon Schweder. Ich bin bei uns im virtuellen Kraftwerk verantwortlich mit meinem Team für die gesamte Produktentwicklung, Serviceentwicklung für zum einen unsere Endkunden, aber auch hauptsächlich für unsere Partner, was dort an Lösungen unterwegs ist. Und dementsprechend freue ich mich, heute Ihnen das eine oder andere vorzustellen und vor allem auch im Nachgang mit Ihnen in Diskussionen gehen. Das finde ich immer das Wertvollste an Webinaren. Da freue ich mich schon drauf. Starten wir direkt und schauen, was wir heute uns überlegt haben und mit was Sie hoffentlich aus dem Webinar rausgehen. Zum einen wollen wir kurz drauf schauen, ja, wo und wann klingeln eigentlich die Kunden, wenn es um das Thema Post-EEG geht und warum ist es tatsächlich für Stadtwerke immer wichtiger. Sozusagen das Intro. Der zweite Teil, ein Stück weit ein fachlicher, wo es eben darum geht, was sind eigentlich die wichtigsten Neuerungen, wenn es um die Vermarktung von erneuerbaren Energien geht. Und dort eben auch speziell, wo können Sie als Stadtwerk auch einfach einsetzen? Was sind Themen, die Sie beachten müssen? Dort werden wir sozusagen die wichtigsten Sachen anschauen. Und danach, vielleicht der wichtigste Punkt, wo auch Jevgenia nochmal darauf hinweisen wird, auf der einen Seite ist wichtig für Sie, dass Sie sich, wenn Sie sich mit Post-EEG-Vermarktung, Direktvermarktung generell auseinandersetzen, wissen, wer ist eigentlich Ihr Kunde, was wollen Ihre Kunden? Und auf der anderen Seite auch sehr, sehr wichtig, was will ich? Denn je nachdem, was die wollen und welche Rolle sie spielen wollen, ist auch die Frage, wie finden sie den Einstieg in so eine Vermarktungslösung. Je nachdem, was sie schon können, was sie wollen, gibt es da verschiedene Szenarien. Genau darauf schauen wir im letzten Teil und auch wahrscheinlich den längsten und intensivsten Teil. Auf der einen Seite, wie kann ein leichter Einstieg aussehen? Und dann eben ganz speziell, da das Thema erneuerbare Vermarktung eben seltenst gekapselt angeschaut werden kann. Wie sieht dann einfach auch eine Umsetzung in ein eigenes System aus? Weil eine gute Kundenzufriedenheit gibt es am Ende des Tages nur, wenn ja auch end-to-end die Prozesse funktionieren. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass irgendwo Fehler auftreten, die beim Kunden auftauchen. Das erzeugt in der Regel die Unzufriedenheit, die wir vermeiden wollen. Fangen wir direkt an. Wer ist eigentlich der Kunde und warum finden wir, dass dieses Thema auch Post-EEG für Stadtwerke ein sehr, sehr relevantes ist? Zum einen, Sie kennen es alle, die viel zitierte Post-EEG-Welle, die jetzt 2021 angefangen hat. Aktuell ist es noch ein Wellchen. Wenn man auf die Zahlen schaut, wird das Ganze vor allen Dingen dann 2024 dann von den Stückzahlen mehr. Entsprechend sieht man hier mal einen kumulierten Verlauf, welche Anlagen aus dem EEG auslaufen. Das ist natürlich nur der eine Teil des Marktes, was jetzt zum Beispiel Erneuerbare angeht. Der andere Teil ist natürlich die Bestandsanlagen, die noch deutlich länger laufen, die in den hinteren Jahren dann aus dem EEG auslaufen. Und der vielleicht wichtigste Teil, meiner Meinung nach zumindest, die gesamten Neuanlagen. Auf der einen Seite passiert auch durchs EEG eine ganze Menge.
Zum anderen sind das die Kunden, die eben aktiv nach einer Lösung suchen, weil sie jetzt eben diese Frage auf dem Tisch haben, wenn sie eine neue Anlage bauen. Die muss man eben anschauen. Und da haben wir schon ein Stück weit Kundensegmente aufgeteilt, Neubestand und Post-EEG. Andere Segmentierung könnte auch Technologien sein, Wind, PV, Biogas, Wasser. Das kann eine Größenordnung sein oder eine regionale Zuordnung, was bei Ihnen als Stadtwerk sehr wahrscheinlich auch einen großen Fokus haben wird. Was ist in meiner Region? Diese Kunden möchte ich natürlich zuerst bedienen. Warum ist das Thema gerade auch für Sie so spannend? Ich habe mal eine Befragung vom Orbit Research von 2019 mal mitgebracht, wo einfach diverse Kunden befragt wurden, na, zu wem gehen Sie denn klingeln, wenn Sie mal um das Thema Post-EEG eine Frage haben. Sie sehen schon, Netzbetreiber, Energieversorger sind mal das Top-Genannte, in der Regel auch der Kunden jeweils. Bedeutet, die Kunden werden bei Ihnen klingeln und Sie sollten dann zumindest eine Antwort haben. Die kann verschiedenseitig aussehen, da kommen wir später dazu, aber zumindest sollten Sie eine haben, weil oft sind Sie auch in der Twitter-Rolle Netzbetreiber und Energieversorger. Das heißt, die Fragen, wenn sie nicht schon gekommen sind, kommen in Zukunft noch deutlich mehr. Ich habe es eben schon gesagt, das Thema Neuanlagen ist auch ein wichtiges. Hier schon das erste Punkt, was sich im EEG geändert hat. Sie werden es schon aus den Medien mitbekommen haben, das Thema Ausbaufahrt. Der Ausbaupfad geht weiter und wenn man schaut Richtung 2030, kommt sowohl Solar als auch bei Wind noch einiges dazu. Wind würde ich persönlich ein Fragezeichen dran machen, ob der Ausbaupfad so gehalten wird mit den aktuellen Regeln. Aber zumindest Solar, auch gerade im kleinteiligen Bereich, im Bereich mit Eigenverbrauch, Aufdachanlagen, sowohl privat als auch Gewerbe, wird noch einiges passieren und dementsprechend das Thema umso wichtiger. So viel weg zum Intro. Wir waren gerade eben schon beim EEG. Was bringt es für Neuerungen mit sich? Was sind denn so die wichtigsten Neuerungen aus unserer Sicht, gerade wenn es um die Vermarktung von erneuerbaren Energien geht oder auch Post-EEG-Themen? Ich habe eine kleine Übersicht mitgebracht. Zum einen wichtiges Thema, wenn wir auf Photovoltaikanlagen vor allen Dingen schauen, eine Sache, die ja, die ganze Branche sehr, sehr bewegt hat, die auch recht ja, vielleicht überraschend noch ins EEG reinkam, ist das Thema Ausschreibung von Anlagen 300 bis 750 kW. Bedeutet für ein Segment, was eben schon im ja, Gewerbeindustriebereich, große Hallendächer, auch vielleicht die eine oder andere Freiflächenanlage, eine Rolle spielt. Aber auch davon gibt es mehr und mehr. Und deshalb ist da einfach wichtig zu wissen, sobald man eine neue Anlage jetzt baut im Bereich 300 bis 750 kW, dann gibt es ein Wahlmodell. Das hört sich erstmal vielversprechend an. Das Problem daran ist, die Wahl besteht darin, entweder man geht in die Ausschreibung, das heißt, man hat keine festgelegte, gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung mehr als Anlagenbetreiber, sondern geht in Ausschreibung, bietet seinen Preis, wenn man bezuschlagt wird, bekommt man den gebotenen, die gebotene Vergütung. Wenn man nicht in die Ausschreibung geht, dann hat man eben sozusagen die Wahlmöglichkeit 2, bedeutet, man bekommt nur 50% der Marktprämie ausbezahlt, beziehungsweise muss ich korrigieren, man bekommt nur auf 50% der erzeugten Strommenge die Marktprämie ausbezahlt. Je nachdem, wenn man einen gewissen Anteil Eigenverbrauch hat, wenn man beispielsweise 50% Eigenverbrauch hat, dann tut das nicht weh. Man bekommt für den Teil, den man ins Netz einspeist, eben dann auch die Marktprämie. Das sieht man unten in der Darstellung. Für Anlagen, die voll einspeisen wollen, sind es aber in dem Sinne dann 50% Verlust der Marktprämie zumindest. Den Marktwert bekommt man weiterhin vom Direktvermarkter. Ich habe, wir haben es versucht, unten in der Grafik darzustellen, sozusagen, was sich verändert. Das ist schon mal wichtig zu wissen, gerade wenn Ihre Kunden in solchen Anlagensegmenten unterwegs sind, das heißt vor allem im Gewerbebereich. Wichtig hierbei, hört sich erstmal schlecht an, ist auch sehr, sehr schlecht in der Branche aufgenommen worden. Viele gehen davon aus, dass nur noch 299 kW-Anlagen gebaut werden. Ich gehe persönlich auch davon aus, man hat es schon gesehen, als die Direktvermarktungsgrenze, die Pflichtgrenze auf 100 kW gesenkt wurde, plötzlich sind 99 kW-Anlagen aus dem Boden gesprossen. Das wird hier wahrscheinlich ähnlich sein. Nichtsdestotrotz eine große Chance für Sie, wenn Ihre Kunden auf Sie zukommen. Zum einen, der Weg in die Ausschreibung ist nicht, ja, ist nicht so kompliziert. Es ist ein bisschen komplizierter, ja, aber es ist durchaus machbar. Der andere Weg, wenn man im Wahlmodell ist und mit den Kunden auch in die Richtung beraten kann, dass er Eigenverbrauch nutzt, vielleicht auch ein gutes Reststromlieferangebot macht, weil sobald er Eigenverbrauch nutzt, wird auch ihre Belieferung davon tangiert sein. Hier steht eine Chance für eine gute Beratung und eine gute Kundenbeziehung, weil sie können auf der einen Seite Reststrom liefern und auch die Direktvermarktung in Zukunft übernehmen.
Schauen wir auf einen anderen Bereich, das Thema ausgeförderte Anlagen, Post-EEG-Anlagen, was passiert damit? Lange Zeit war da ja nicht ganz klar, was mit denen passiert. Sie würden in so einen rechtsfreien Raum reinfallen. Hier wurde eine Regelung geschaffen, dass es ein Stück weit eine Verlängerung der Einspeisevergütungen gibt. Da liegt es keine Verlängerung der bestehenden Einspeisevergütungen. Hier nennen sich die ersten Anlagen, die 2000 gebaut wurden, haben noch knapp 50 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Man bekommt weiterhin eine Vergütung, auch weiterhin vom Netzbetreiber. Die Anlagen müssen sich bis 2027 um nichts kümmern. Sie bekommen allerdings nur noch den Jahresmarktwert. Der Jahresmarktwert ist nichts anderes wie sozusagen der Monatsmarktwert, nur auf Jahressicht. Was wird gemacht, um diesen zu kalkulieren? Die Übertragungsnetzbetreiber schauen sich das gesamtdeutsche PV-Einspeiseprofil an, gewichten dieses mit den Stunden-Spotpreisen an der EEX und rechnen dadurch einen Durchschnittspreis, was eine PV-Anlage im Mittel dann eben an der Börse bekommen hätte. Davon ziehen sie 0,4 Cent ab, sozusagen als Kostenpauschale. Und das ist dann die Vergütung, die Anlagen bis 100 kW für die nächsten 7 Jahre bekommen können, sofern sie möchten. Das entspricht ca. 3 bis 4 Cent. Bedeutet, das ist eine ziemliche Reduktion, aber es ist zumindest eine Lösung, dass die Anlagen nicht irgendwo in einen rechtsfreien Raum reinfallen. Wichtig hierbei, nur für Anlagen kleiner 100 kW und für Windanlagen gibt es noch eine Übergangszeit von einem Jahr, das heißt bis 2021. Und auch dann müssen die Anlagen auf Windanlagen in die Direktvermarktung gehen. Anlagen größer 100 kW, PV-Anlagen, müssen direkt in die Direktvermarktung gehen, sind sie aber teilweise auch schon in der Vergangenheit, weil sie schon freiwillig gewechselt sind. Wichtig hierbei noch, Eigenverbrauch ist zugelassen, das heißt Anlagen kleiner 100 kW müssen nicht voll einspeisen, können auch einen Teil selbst verbrauchen. Und genau bei diesem Punkt, oft wird es auch die VNB-Option, die Netzbetreiberoption genannt, ist erstmal das klare Signal Richtung Kunde, erstmal entspannt sein, er muss nicht sofort handeln. Für Sie als Stadtwerk oder vielleicht auch als Vermarkter, wenn Sie auf der Direktvermarktungsseite in Zukunft stehen wollen, allerdings eine Chance, denn zum einen, der Jahresmarktwert ist nicht sonderlich hoch. Sobald der Kunde seinen Strom an den Netzbetreiber gibt, bekommt er nichts für seinen Grünstrom. Sobald die Anlage hier ausgefördert ist, wäre sie generell Grünstrom berechtigt. Das heißt, sie kann einen Herkunftsnachweis erzeugen, den Sie wiederum als Stadtwerk auch für Ihre B2C-Produkte, B2B-Produkte sozusagen zur Vergrünung nutzen können. Und daraus auch vielleicht einen regionalen Stromtarif zaubern können. Sie wissen wahrscheinlich, Herkunftsnachweise sind nicht aktuell, zumindest in Deutschland, nicht sonderlich teuer. Das kann sich in der Zukunft verändern. Aktuell in der Range zwischen 1 und 4 Euro die Megawattstunde, je nachdem, was es ist, bedeutet 0,1 bis 0,4 Cent pro Kilowattstunde kann ein Add-on sein. Dazu natürlich die Kunden hier über längere Zeit zu binden von Post-EEG-Anlagen, bestehende Chance drin. Und viele Kunden werden Sie wahrscheinlich auch schon gefragt haben, was man damit tut. Wenn Sie was anbieten wollen, brauchen Sie auch eine Vermarktungslösung. Anderer wichtiger Punkt, den Sie wissen müssen, wenn Sie mit erneuerbaren Energien handhaben, ist das Thema intelligentes Messsystem. Auch schon viel diskutiert, auch jetzt weiterhin diskutiert. Es gab ein Gerichtsurteil, was den Pflichtrollout erstmal gestoppt hat. Da möchte ich halt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich glaube, dass der Einbau von intelligenten Messsystemen kommen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit, auch wann die Markterklärung gemacht wird. Im aktuellen Gesetz ist so geregelt, dass eben Anlagen ab 7 kW mit einem intelligenten Messsystem ausgerüstet werden müssen, ab der Markterklärung, und dass darüber dann auch die Ist-Einspeisung abgerufen werden kann. Und Anlagen ab 25 kW eben auch Add-on über das intelligente Messsystem eine stufenlose Fernsteuerung kommen müssen, sofern das technisch möglich ist. Und auch hier, das ist erstmal ein ziemlicher Schmerz, gerade für ganz kleine Anlagen, weil es kostet natürlich Geld, aktuell noch die Unsicherheit. Aber sehr, sehr wichtig, hier steckt auch eine große Chance drin als Stadtwerk, als Vermarkter, als Energielieferant. Denn sobald man ein intelligentes Messsystem flächendeckend verbaut ist, werden auch die Themen der Vermarktung deutlich einfacher, weil man sozusagen einfacher an die Daten rankommt. Die Kostenseite ist eine kritische auf der Kundenseite, muss man sich genau anschauen. Hier wird spannend sein, wie es weitergeht mit dem Rollout. Dazu noch eine wichtige Information, die vor allen Dingen für die Direktvermarktung wichtig ist, ist das Thema zur Fernsteuerbarkeit. Stand heute müssen Anlagen, die in der geförderten Direktvermarktung zumindest drin sind, fernsteuerbar sein, nicht nur durch den Netzbetreiber, sondern auch durch den Vermarkter.
Und bisher war es so, dass man immer bis zum zweiten Monat der Inbetriebnahme Zeit hatte, diese Fernsteuerbargeld umzusetzen. Diese Frist ist jetzt gestrichen worden. Das heißt, ab dem Beginn der Direktvermarktung muss die Anlage fernsteuerbar sein. Das Ganze muss sowohl der Kunde als auch Sie als Direktvermarkter dem Netzbetreiber nachweisen. Dafür gibt es ein Formular. Bedeutet, da führt kein Weg dran vorbei. Sollte das nicht passieren, hat der Kunde sozusagen einen finanziellen Verlust, weil er einen Teil seiner Marktprämie verliert, so lange, bis die Fernsteuerbarkeit umgesetzt ist. Das Ganze hört jetzt erstmal schlimmer an, wie es ist. Ist es nicht. Die Fernsteuerbarkeit heutzutage von PV-Anlagen, von Neuanlagen zu implementieren, ist ein Standardvorgang. Man muss also einfach nur wissen, dass man es rechtzeitig tut und dementsprechend die Kunden darauf hinweisen, beziehungsweise wenn wir das Ganze, die Direktvermarktung bei uns machen oder auch bei unseren Partnern, weisen wir die Kunden direkt darauf hin und in 99,9% der Fälle ist das kein Problem. Dazu, was gibt es sonst noch für Neuerungen? Einmal ein Thema, was vor allen Dingen Großanlagen betrifft, gerade Windanlagen, ist einmal der Zahlungsanspruch bei negativen Preisen. Bisher war es so, dass sobald 6 aufeinanderfolgende Stunden an der Börse bei der Stundenauktion einen negativen Preis hatten, hat sich da für diesen Zeitraum der Zahlungsanspruch auf die Marktprämie 0 gesenkt. Dieser wurde auf 4 Stunden reduziert. Es klingt erstmal nach nicht ganz so viel. Bei großen Anlagen ist es zumindest eine Risikoposition. Negative Preise in dieser Größenordnung, 6 Stunden aufeinander, 4 Stunden aufeinander, steigen leicht an, betrifft aktuell pro Jahr wenige Stunden, ist aber ein Thema, wo vor allem Großanlagenbetreiber sensibilisiert sind. Dazu ein wichtiges Thema, was vor allen Dingen die Verbraucherseite betrifft, ist das Thema EEG-Umlage. Bis 30 kW, Anlagen bis 30 kW oder 30 Megawattstunden Erzeugung pro Jahr, müssen keine EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch bezahlen. Sehr, sehr großes Plus für diese Anlagen. Kann auch darin hinausführen, dass man viele 29,9 kW Anlagen sehen wird. Ist aber ein großes Plus und dementsprechend auch eine Chance für dieses Anlagensegment. Und aber auch sozusagen für Sie als Stadtwerk, weil das Thema Eigenverbrauch fördern, je nachdem, ob Sie auch vielleicht ein Angebot haben für PV-Anlagen, wird in diesem Segment sehr wahrscheinlich deutlich mehr die Post abgehen, wie in dem größeren. Das Thema Mieterstrom sei noch am Rande hier bemerkt. Auf der einen Seite darf man mittlerweile Mieterstromprojekte auch zusammenfassen, bis 57 kW zählt das. Das Ganze gilt mittlerweile auch für ein Wohnquartier, nicht nur für ein einzelnes Gebäude, was früher ein Thema war, wenn man einen Wohnpark hatte, dass man keine Mieterstromlösung anbieten konnte. Und auch die Vergütungssätze haben sich ein Stück weit angepasst, sei hier nur der Vollständigkeit genannt, weil natürlich auch bei Mieterstromkonzepten die Vermarktung der Restenergie eine Rolle spielt. Und ist auch ein Thema, was man zumindest wissen sollte, dass dort sich Dinge gedreht haben. So viel zu den wichtigsten Änderungen. Ich habe hier noch ein paar Links zusammengefasst. Auf der einen Seite zum EEG und eine sehr, sehr schöne Gegenüberstellung von 2021 auf 2017 von der Stiftung Umweltenergierecht. Sollten Sie mal noch Details nachschauen wollen. Und dazu haben wir in der Vergangenheit auch schon 3 Webinare zum Thema EEG 2021 gemacht. Eins speziell für PV-Anlagen, eins speziell für Windanlagen und ein Webinar, wo es darum geht, sozusagen EEG 21 für Einsteiger. Schauen Sie da auch gerne auf unserer Homepage nach, kann man nochmal nachschauen. Wichtige Zusammenfassung, damit Sie einen Überblick haben, und gerade das Thema, wer ist eigentlich mein Kunde, wo kann ich einsteigen? Das Thema IMS-Pflicht ist das eine, bis 7 kW ist man davon ausgenommen, aber danach trifft das alle. Wie gesagt, Vorteil für Sie, die Direktvermarktung wird einfacher, der Kunde hat sowieso einen Touchpoint damit, man kann ihn dementsprechend sehr gut für eine Lösung dann auch gewinnen. Das Thema EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch, gerade eben schon genannt, ab 30 kW ist man dabei. Die Direktvermarktungspflicht ist bei 100 kW geblieben für Neuanlagen. Ab dann muss man direkt vermarkten. Darunter ist es bei Neuanlagen, zumindest bei geförderten Anlagen, ein Kann. Kann sich aber auch lohnen und lohnt auch teilweise, Kunden dort anzusprechen. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Anlagen, die auch im Bereich 50 bis 100 kW sind, neu gebaut wurden und gleich in der Direktvermarktung drin sind. Auch ein schönes Kundenbindungsinstrument. Und das Thema Ausschreibungspflicht habe ich gerade eben genannt. Und dazu noch einmal eine Übersicht zu den Vermarktungsoptionen. Auf welche Wege kann man gehen? Auf der einen Seite, auf der linken Seite sehen Sie hier einmal das Thema Einspeisevergütung. Gilt natürlich für Anlagen sozusagen bis 100 kW. Ab 100 kW greift die Direktvermarktungspflicht. Das heißt, dort kann man in die geförderte Direktvermarktung gehen.
Das Ganze kann man auch schon für eine 5-KW-Anlage machen, eine Direktvermarktung zu gehen. Ist eine Frage, ob die Kunden das wollen, ist eine finanzielle Frage. Wir haben aber auch einige Kunden, die sagen, hey, ich finde das gut, ich bin auch in einem Regelstrommodell drin. Dementsprechend haben wir sogar unsere kleinste Anlage, die wir aktuell vermarkten, ist, glaube ich, 4 kW groß. Wichtiger Punkt mit Blick auf Post-EEG. Ab dann fallen die Anlagen in die sogenannte sonstige Direktvermarktung. Ich habe hier PPAs mal noch mit aufgeführt, ist immer wieder ein Thema, was fällt als Buzzword. Von der Vermarktungsseite her ist es auch eine sonstige Direktvermarktung. Und PPAs, der Unterschied ist meistens, sonstige Direktvermarktung hat einen Spotpreis, bedeutet, der atmet ein Stück weit die Vergütung für den Kunden. PPAs haben oft einen Festpreis. Bei Post-EEG-Anlagen über 2, 3, 4, 5 Jahre, bei Neuanlagen auch mal schnell über 15 oder 20 Jahre. Sollten Sie da Fragen haben, kommen Sie auch gerne auf uns zu. Und das Thema Einspeisevergütung für ausgeförderte Anlagen, gerade eben schon genannt, das Thema die Verlängerung. Hier wurde es eben ganz eben verlängert bis 2027 bei den Kleinanlagen und eben die Windübergangsregel, gerade eben genannt, bis 21. Anlagen ab 100 kW, die bei Ihnen aus der Region auslaufen, sollten direkt in Direktvermarktung gehen, damit Sie noch weiterhin was für Ihren Strom bekommen. So, und jetzt wären wir damit mal durchgesprungen, was die wichtigsten Neuerungen sind. Wichtig jetzt natürlich, was Sie sich fragen, was muss ich denn sozusagen, was muss ich wissen, was wollen meine Kunden? Und auf der anderen Seite, sehr, sehr wichtig, was wollen Sie denn als Stadtwerk? Diese Frage sollten Sie sich stellen, da kommen wir gleich auch noch dazu. Und zum einen, wichtig ist wirklich, wissen Sie, was Ihre Kunden wollen und wer Ihre Kunden sind. Sie werden in Zukunft nicht alle Kunden, alle Segmente, alle Anlagengrößen deutschlandweit, vielleicht so europaweit etc. bedienen können und wollen. Sie sollten sich fokussieren. Die wichtigsten Grundbedürfnisse von Kunden sind in der Regel angefangen, hey, ich möchte mich erstmal informieren. Bedeutet für Sie der Auftrag, wenn Sie in das Thema Vermarktung einsteigen wollen, sorgen Sie dafür, dass Kunden überhaupt aufmerksam werden, dass Sie auch eine Vermarktung anbieten, eine Lösung haben. Wenn Sie nichts auf Ihrer Homepage finden, werden Kunden woanders hingehen. Das zweite Thema ist als Grundbedürfnis, die Kunden möchten natürlich ihren Strom sinnvoll nutzen und verkaufen und das Ganze soll wirtschaftlich sein. Wirtschaftlich habe ich absichtlich in Anführungsstrichen gesetzt, weil es ist logischerweise immer ein Treiber, drauf zahlen will niemand. Es muss sich aber auch nicht immer immens rentieren. Merkt man daran, klassisches Beispiel, es gibt viele Kunden, die sich oder viele Menschen da draußen, die sich Mercedes kaufen, obwohl sie vielleicht auch einen Golf fahren könnten. Das Bedürfnis nach Autofahren wäre bei beiden Seiten geregelt. So ein Mercedes hat vielleicht noch ein paar andere Werte, weshalb man vielleicht auch in eine Vermarktung geht, die vielleicht nicht so wirtschaftlich ist oder wo der Kunde sich nicht eine goldene Nase verdient. Das ist okay, das muss man wissen und das Thema Wirtschaftlichkeit ist dementsprechend ein Kriterium, aber nicht das Hauptkriterium. Natürlich sollte die Lösung immer einfach, verständlich und vor allen Dingen funktionieren. Funktionieren meine ich deshalb, der größte Schmerz auch bei Stromlieferungen ist, wenn die Rechnung nicht stimmt. Dementsprechend der Fokus hier auf, denken Sie an Ihre Prozesse end-to-end, ist ein Thema, wo auch gleich Evgenia nochmal drauf eingehen wird. Bedeutet, denken Sie das Thema nicht nur vertrieblich, sondern auch schon ein Stück weit hinten in Ihre IT-Landschaft rein, dass es einfach end-to-end funktioniert, weil nichts ist schlimmer wie ein Produkt. Langfristig dazu haben, was dann gar nicht funktioniert. Ein MVP am Markt zu haben, ein Produkt, das noch nicht 100% rund ist, meiner Meinung nach ist nie ein Problem. Man sollte immer nur eine Antwort haben. Dazu gibt es noch ein paar Zusatzwünsche, die Ihnen wahrscheinlich auch immer wieder auf den Weg laufen. So ein Thema, alles aus einer Hand wäre toll. Man ist oft als Energieversorger geneigt, auch genau das darzustellen. Unsere Erfahrung, es ist nicht immer notwendig. Das ist ein ganz schöner Wunsch, alles aus einer Hand. Aber eine gute Kooperation ist immer besser, wie alles selbst aufzubauen, alles selbst in der Hand haben, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Time-to-Market geht. Und dementsprechend ist es oft gar kein Schmerz, sondern nur ein netter Wunsch. Wenn man was von A und B kriegt, ist auch gar nicht schlecht. Genau, das heißt, eine Message für heute, schauen Sie sich die verschiedenen Kundengruppen an, die Bedürfnisse an und auch Ihre Ausprägung, wo Sie Ihren Fokus legen wollen. Gerade dann, wenn Sie in das Thema Vermarktung einsteigen, schauen Sie, was vielleicht Ihre Bestandskunden heute haben, was Sie als auch als Stadtwerk, für was Sie stehen wollen und gehen Sie da mal in sich. Denn was am Ende Ihre Möglichkeiten sind, und ich habe mal ein paar aufgezeichnet, die ich sehr, sehr oft höre, wenn es um das Thema Vermarktung geht, auch Post-EEG, was man alles machen kann, für was man stehen möchte. Einmal kann sein, dass man sagt, man möchte gerne regionalen Strom einsammeln und natürlich diesen Strom auch wieder beliefern. Dazu generell erneuerbare Energielösungen anbieten oder auch fördern, beispielsweise Photovoltaik-Mietmodelle, vielleicht sogar auch einen Energiespeicher.
Mieterstromlösungen, gerade eben schon genannt, ist ein Thema, was bei Ihnen wahrscheinlich auch bei Quartierslösungen immer wieder eine Rolle spielt. Regionalen Strom anzubieten, Cloud, Community, Regelstromtarife, gibt es sehr, sehr viel Auswahl. Oder auch Services rund um Wallboxen, Speicher. Alle diese Themen zahlen am Ende des Tages auf eines ein, das ist die Kundenbindung, weil das hat man als Vorteil als Stadtwerk, wenn es um das Thema erneuerbare Energien geht, Kunden sich PV-Anlagen aufs Dach schrauben, die bleiben eine ganze Weile. Und wenn es zum Beispiel Konkurrenz darum geht, einen einfachen B2C-Stromtarif abzuschließen, wo Verivox nur einen Klick entfernt ist, ist das ein Thema, wo Sie aber auch eine längere Kundenbindung aufbauen können. Vielleicht wollen Sie auch einfach nur der Ansprechpartner für erneuerbare Energiethemen in Ihrer Region sein, in Ihrer Stadt sein. Auch das kann ein Ziel sein. Und da ist für mich immer so die Klassikerfrage, wenn man sich dann fragt, na gut, sind wir das denn schon? Ist eine einfache Frage, denn diese Frage sollte dann jeder bei Ihnen im Unternehmen beantworten können oder zumindest die bei Ihnen ans Kundentelefon gehen. Das ist die Frage, die sehr, sehr klassisch kommt von den meisten Post-EEG-Kunden. Muss ich als Betreiber einer Post-EEG-Anlage eigentlich irgendwas aktiv machen? Wenn Sie selbst schon überlegen, gute Frage, weiß ich gar nicht so genau, oder Ihr Kundendienst weiß es nicht genau, dann wissen Sie, solche Fragen müssen Sie beantworten können, wirklich auch ein adäquater Ansprechpartner zu sein. Hier der Spoiler, ich habe es eben schon genannt, Anlagen kleiner 100 kW fallen automatisch sozusagen in die weitere Vergütung rein. Anlagen größer 100 kW sollten in die Direktvermarktung wechseln oder Ihre Anlage auf 100% Eigenverbrauch zu switchen. Wichtig dabei, und dementsprechend machen wir auch heute das Webinar, weil wir darauf aufmerksam machen wollen, all diese Lösungen, die ich gerade eben angesprochen habe, brauchen auf der einen Seite Vermarktungsfähigkeiten und einen End-to-End-Prozess. Und den sollte ich bedenken, schon wenn ich vorne an Vertrieb denke, was ich aufbauen möchte, denken Sie an Ihre IT und bereiten Sie sich darauf vor. So, und was machen wir jetzt? Erster Punkt, der mir wichtig ist, den Sie mitnehmen, finden Sie eine möglichst klare Antwort auf, was will ich? Ich in dem Sinne das Stadtwerk. Wann will ich es und was kann ich eigentlich? Und gerade bei dem Thema, was kann ich eigentlich, was will ich und wann will ich es, das steht sich oft ein Stück weit gegeneinander. Oft ist es so, dass natürlich das Marketing, der Vertrieb sozusagen gerne alles will und am besten schon morgen. Und da kommt die Frage, naja, was können wir denn eigentlich? Und gerade bei dem, was kann ich und auf welcher Timeline möchte ich dann das Ganze umsetzen, gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, die man gehen kann. Der Klassiker ist, den ich auch immer wieder höre als erste Reaktion, ja, wir machen das alles alleine. Wie kompliziert kann es denn schon sein? Hier den Silbermond-Song sozusagen zitiert, macht es ihr selbst, besser geht's nicht. Mal mit drei Fragezeichen versehen. Würde ich nicht immer unterschreiben, kann aber eine Lösung sein, wenn Sie sagen, hey, Sie sind so kompetent, Sie haben all die Fähigkeiten an Bord, dann bitte, dann ist das die richtige Lösung. Die andere Variante, die ich letztes Jahr sehr, sehr häufig gesehen habe, ist, wir machen erstmal gar nichts, weil das EEG war unklar. Wenn wir nichts machen, dann machen wir auch nichts falsch, überspitzt gesagt. Und das sind sozusagen die zwei Extreme. Die Welt ist aber Gott sei Dank nicht schwarz und weiß. Es gibt nicht nur das eine und das andere, sondern es gibt auch sozusagen die graue Zone dazwischen. Und genau darum soll es heute gehen. Evgenia wird nachher noch vor allen Dingen Teil, ich mache es alleine, erklären und darauf eingehen, was das bedeutet, vor allem IT-isch im Sinne von Fähigkeiten. Ich möchte Ihnen heute noch ein bisschen darauf hinweisen, was noch wichtige Rahmenbedingungen sind, wenn Sie eine Entscheidung treffen und in diesen Bereich reingehen wollen. Das eine ist Time to Market. Wie schnell möchte ich meinen Kunden was anbieten? Das andere Thema ist, wie schnell und agil möchte ich auf Kundenbedürfnisse reagieren können? Und natürlich, wie viele Ressourcen habe ich denn? Was brauche ich denn? Ressourcen können sein IT, kann sein Know-how, kann sein natürlich Manpower, um einfach auch einen realistischen Hochlauf planen zu können und dann einfach einen guten Plan zu haben, wie ich in diesen Markt reingehen will und welche Lösungen ich anbieten will. Unsere Lösungsmöglichkeit oder unsere Erfahrung bei sehr, sehr vielen unserer Partnern, man kann das Thema auch in Stufen angehen. Um einfach schneller am Markt zu sein, eine Lösung zu haben, Informationen auf der Homepage zu haben, den Kunden einen ersten Vertrag anbieten zu können, muss ich nicht alles schon perfekt selbst aufgebaut haben. Ich kann eine gute Partnerschaft eingehen und mich dann langsam dahin entwickeln, dass meine Wertschöpfung steigt, ich immer mehr sozusagen Themen zu mir ziehe und da sozusagen mit dem Kundenhochlauf auch meine IT-Fähigkeiten und meine Prozesse nach oben ziehen. Und da sind wir jetzt schon beim Hauptteil unseres Webinars, das Thema, wie kann denn so ein leichter Einstieg eigentlich aussehen?
Ich habe es Ihnen mal gesagt, noch nicht, Luisa, bitte. Der Weg sozusagen von ich mache gar nichts bis zu ich mache alles alleine unterteilen wir in unserem Modell in 5 Stufen. Das eine ist, man sollte immer mal anfangen mit einer Informationsbereitstellung. Bedeutet, mal Direktvermarktung erklären, Post-EEG erklären, vielleicht einen anderen Link auf die Homepage setzen, einfach das Kunden was finden. Wenn ich dann sage, na gut, ich würde meinen Kunden dann gerne noch eine Lösung anbieten, wenn die mit einer Frage zu mir kommen, bieten wir das ganze Thema immer ganz gerne als Vermittlungspartnerschaft an, dass man sagt, hey, vielleicht sagen Sie, naja, ich habe vielleicht nicht so viele Anlagen in meiner Region, ich möchte erstmal einen Partner an der Seite haben, der meine Kunden erstmal mit übernimmt. Das Thema Co-Branding habe ich direkt nebendran gestellt, weil wir machen das sehr, sehr oft so, dass wir unsere Verträge, Abrechnungen etc. direkt im Brand, Look and Feel unseres Partners designen. Bedeutet, das ganze Thema läuft eigentlich sozusagen über unsere Strecke, aber Sie haben schon mal den Touchpoint zu den ersten Kunden. Das sind den Kunden regelmäßig in Erinnerung, wenn er jeden Monat sein Geld bekommt. Das ist für uns das ganze Thema Co-Branding. Ich zeige Ihnen gleich, wie das aussehen kann, was wir auch an Tools zur Verfügung stellen, um einen schnellen Start zu machen. Die nächste Stufe nennen wir dann White Label Full Service. Das ist der große Unterschied zum Co-Branding, dass Sie tatsächlich der Vertragshalter sind zum Kunden. Wir machen die komplette Abwicklung im Hintergrund, bedeutet energiewirtschaftliche Themen wie Bilanzkreismanagement, Prognosen von den Erzeugungsanlagen, all das, was dazugehört, Anmeldung, Abmeldung, Marktkommunikation, all die Sachen, die man als Prozesse aufbauen muss, können wir am Anfang für Sie machen. So lange, bis Sie dann vielleicht in die nächste Stufe gehen, eine teilintegrierte White-Label-Lösung, dass wir dann eben auch eine Anbindung schaffen an Ihre CRM-Systeme, vielleicht in Ihre eigene Marktkommunikation, an Ihr eigenes EDM oder auch Ihr eigenes Kundenportal. Da kann man sich schrittweise hinentwickeln, bis Sie dann in Zukunft bei einer komplett eigenständigen Lösung sind. Und das ist eben unser Weg. Wenn es Richtung komplett eigenständige Lösung geht, wie gesagt, sagt ihr, gehen ja gleich noch einen Satz dazu. Wie kann sowas aussehen? Möchte ich Ihnen kurz zeigen, um mir einfach einen Eindruck zu geben, damit Sie im Nachhinein auch einfach sagen können, hey, wie könnten wir denn da vielleicht morgen schon mit starten? Ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm noch, jawohl. Und möchte Ihnen einfach mal zeigen, wie so Tools aussehen können. Ich sehe gerade, man sieht es nicht. Ich muss das hier teilen. So. Hier auf einer Seite von einem Partner von uns haben wir beispielsweise einen sehr, sehr einfachen EEG-Eischweißervergütungsrechner eingebaut. Man sieht es, die Homepage von unserem Partner ist einfach nur ein Tool dafür da, weil viele Kunden überhaupt nicht wissen, was ihre EEG-Vergütung ist und dementsprechend noch gar nicht wissen, was sie dann später in der Direktvermarktung oder generell Einspeisungen bekommen. Ein kleiner Rechner, den man einbauen kann, der Kunde weiß direkt, was eigentlich meine EEG-Einspeisevergütung ist, weil sehr, sehr viele Kunden wissen es nicht und haben dementsprechend ein Thema, ihre Wirtschaftlichkeit zu berechnen. Dieses Tool können wir bei Ihnen recht fix einbauen. Eine andere Variante, was wir bei unserem Partner IBC eingebaut haben, ist auch komplette Informationen zur Direktvermarktung. Wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert ein Wechsel? Damit Kunden eben einfach direkt finden, was los ist. Auch direkt eine Online-Angebotsstrecke und einen Erlösrechner, dazu komme ich gleich noch. Und einfach Informationen, sehr, sehr wichtiger Touchpoint, auch gerade, was man, wenn man die Klicks auf der Homepage auswertet, sieht, viele Kunden suchen erstmal bei ihren Stadtwerken, wenn sie nichts finden, sind sie weg, das heißt, schauen sie darauf, dass man was findet zu diesen Themen. Thema Erlösrechner, gerade eben schon genannt, auch ein Tool, wo einfach Kunden mal recht fix ausrechnen können, was denn ein Wechsel in die Direktvermarktung, wenn sie es freiwillig machen oder auch bei einer Neuanlage, was ich denn für Erlöse erwarten kann und auch was mich vielleicht eine Direktvermarktung kostet. Wir haben das Ganze in einem kleinen Tool aufgebaut. Ich gebe meine Anlagenleistung ein, sozusagen meinen Eigenverbrauch, meine Vergütung, berechne das, sehe sehr, sehr schön, was kostet mich denn die Direktvermarktung, was sind meine Erlöse und kann direkt im nächsten Schritt einen Vertrag anfordern, einfach mal ein Angebot, das Ganze komplett digital. Bedeutet bei Ihnen im Innendienst muss man nicht da sitzen und manuell ein Angebot schreiben, sondern man kann direkt so ein Tool beziehen. Man gibt seine Kontaktdaten ein als Nutzer, sagt, wann soll es denn losgehen mit meiner Direktvermarktung. Wenige Daten reichen da schon. Klickt noch einmal die Informationen. Wenn ich auf Angebot anfordern klicke, bekomme ich sofort per E-Mail automatisiert ein Angebot für die Direktvermarktung plus noch Informationen zur Direktvermarktung und habe direkt dem Kunde seinen Wunsch erfüllt, seinen Wunsch nach Informationen und habe direkt schon einen Touchpoint mit dem Angebot. Das Ganze, wie gesagt, kann man bei uns sozusagen mit uns zusammen als Tool implementieren. Und der nächste Schritt ist dann eben das Thema Kundenportal.
Auch das haben wir komplett white label fähig, bedeutet, das können Sie von uns bekommen für eine Vermarktungsfähigkeit. In diesem Kundenportal sieht der Kunde auf der einen Seite seine gesamten Stammdaten, das heißt, es kann anfangs eine Art CRM-Ersatz sein, kann dort Änderungen vornehmen. Wenn er dann Anlagen in die Vermarktung reinbringt, kann sozusagen das Kundenportal dient auf der einen Seite dazu, dass man dort seine Angebote sieht, man kann sie unterschreiben, direkt online hochladen, Stammdaten noch befüllen, sich um das Thema Fernsteuerbarkeit kümmern und hat somit schon morgen eine komplett digitale Lösung, um Kunden in die Direktvermarktung zu bringen. Und nicht nur das, man selbst als Stadtwerk kann auch in diesem Portal sozusagen, man hat die gleiche Sicht wie der Kunde, ihn auch durchführen, darauf achten, dass alles vom Timing her passt und auch die Daten entsprechend befüllen. Und hier ist dann ein schöner Ansatzpunkt, wo wir vielleicht später noch drauf kommen. Diese Daten kann man dann auch im zweiten Schritt sehr, sehr schön mit Ihrem CRM synchronisieren, mit Ihrem System synchronisieren oder auch dann perspektivisch, wenn Sie ein eigenes Kundenportal haben und das noch ein bisschen upgraden müssen, dann diese Daten entsprechend überführen. Das nur als ganz schneller Eindruck. Wir switchen wieder zurück. Genau, das bieten wir sozusagen an, um vor allen Dingen schon ganz vorne anzufangen, bei der Lead-Generierung über den Vertragsabschluss bis zur Abwicklung, weil das ist in der Regel am Start das Wichtigste, erstmal Kunden zu gewinnen und die IT-Thematik im Auge zu haben, die kann man aber auch später lösen. Genau, hier ist mal ein Spoiler, wie sowas aussehen kann. An dieser Stelle vielleicht direkt der Verweis auf unser Webinar nächste Woche, kommen wir dazu. Dort gibt es einen Deep Dive in das Thema Partnermodelle. Sollten Sie da Interesse daran haben, gerne dann dort anmelden. Wichtig noch, weil natürlich Direktvermarktung an sich oder die Vermarktung von erneuerbaren Energien ist nur ein Teil der Medaille. Auch bei Post-EG-Anlagen, die man in die Vermarktung nimmt, das ist mal der eine Teil. Man bezahlt dem Kunden seinen eingespeisten Strom. Meistens, wenn es auch Richtung kleinteilige Anlagen geht, kommen direkt die Themen, na, ich hätte gerne ein Kombiprodukt. Ich möchte einmal den Strom verkaufen, der übrig ist und dazu noch eine Reststromlieferung. Oder man sagt vielleicht als Stadtwerk, hey, ich mache einen regionalen Stromtarif. Bedeutet, ich sammle all den Strom aus meiner Region, vielleicht aus meinem Landkreis, versuche ich einzusammeln und schaffe somit einen regionalen Mehrwert meines Produktes. Es gibt schon einige Regelstromprodukte auch in Deutschland, die ganz gut funktionieren. Und das kann auch einfach ein Unterscheidungsmerkmal sein von Ihnen zum Wettbewerb. Jemand aus Berlin tut sich sehr, sehr schwer, regionalen Strom in München anzubieten. Das kann einfach ein USP sein. Wenn es darum geht, Themen wie eine Cloud, einen virtuellen Speicher darzustellen, dann ist natürlich die Frage wiederum, was wollen Sie als Produkt Ihrem Kunde anbieten? Und die Direktvermarktung ist dann sehr wahrscheinlich nur ein Teil der Lösung. Sehr wahrscheinlich wird man dem Kunden noch gar nicht sagen, hey, unterschreib hier einen Vertrag mit Direktvermarktung und hier noch einen Vertrag für deine Cloud. Das wird in einem zusammengefasst. Sie brauchen aber immer diese Vermarktungsfähigkeit energiewirtschaftlich. Und dementsprechend ist das eine Sache, die man sehr, sehr schön aufbauen kann, die Vermarktungsfähigkeit, und dann etwas auf der Abrechnungsseite, auf der Visualisierungsseite anbauen. Überlegen Sie sich dementsprechend, was dort passiert, und je kleiner man wird, desto besser. Und so sozusagen der erste Eindruck, was die wichtigsten Themen sind aus meiner Sicht, wie ein Einstieg gelingen kann. Und wenn es dann jetzt darum geht, tatsächlich Dinge auch in die eigenen Systeme zu implementieren und man hat vielleicht auch nicht die eigenen IT-Experten da, dann können Ihnen die Kollegen von Adesso oder Evgenia helfen. Und Evgenia gibt auch noch einen Einblick, wie dann das aussehen kann, was ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, damit am Ende ein gutes Kundenerlebnis und eine gute End-to-End-Strecke vorhanden ist. Vielen, vielen Dank, Simon, für die ganz tolle Einführung, Übersicht und Vorführung von Ihrem System. Wir sind auch voll der Überzeugung, dass die Vertriebsstrategie ist das, was als erstes in der Post-EG-Welt sich ändert. Und das Vorgehen von modernen Kraftwerken ist wirklich ein Vorgehen, was man sich überlegen kann. Besonders wenn Sie noch nicht so weit mit Ihrer IT-Transformation gekommen sind, wenn Sie erstmal schnell einen Kunden erreichen möchten in der neuen Welt, ist das wirklich eine Lösung, die wir Ihnen sehr empfehlen würden. Wenn Sie aber sagen, ich bin eigentlich bereit, all-in zu gehen, ich möchte wissen, was es sonst so gibt, was sind meine Optionen, einen kurzen Einblick würde ich Ihnen gerne geben. Und zwar, ich würde meinen Vortrag in drei Teile aufteilen. Erstmal Kundenmanagement, Einfluss von Post-EG auf Kundenmanagement.
Dann, was ändert sich in meinem Betrieb und Abrechnung und was mache ich mit meinem Asset Management? Was die vertriebliche Situation angeht, wir sprechen quasi von dem Vertrieb von gestern, der war ziemlich linear. Das heißt, der Kunde konnte ja von Ihnen eine gewisse Menge von zum Beispiel Strom bekommen und das war es quasi, ist, friss oder stirb. Da gab es keine Goodies, kein nichts on top, keine Erweiterung mehr. Der Stadtwerk, was die Stadtwerke heute leisten, ist quasi ja, Standardprodukt plus irgendein Bonus on top. Zum Beispiel, man bekommt Strom und Internet oder man bekommt Strom und dieser Strom ist regional. Aber mehr Flexibilität gibt es nicht oder gab es bisher nicht. Und die Post-EG-Welt gibt Ihnen genau die Flexibilität, also die Freiheit, Ihre Produkte so zu gestalten, wie Ihre Kunden das möchten. Das ganze Konzept lebt nur, wenn Ihre Marketing- und Business-Development-Abteilung das leisten können. Das heißt, die ersten Prozesse, in die wir eingreifen würden oder die wir besprechen wollen würden, sind die Prozesse bei Ihnen intern. Was macht meine Marketingabteilung? Was weiß ich über meinen Kunden? Wie komme ich an die Kundenbedürfnisse heran? Wie konzipiere ich meine Produkte? Wie teste ich, ob der Kunde wirklich genau das möchte, was ich ihm anbieten will? Dafür gibt es ziemlich viele Methoden. Es gibt gute Nachrichten. Dieses Wissen ist bei Ihnen intern vorhanden. Sie als Stadtwerk haben das große Vertrauen von Ihren Kunden. Das heißt, Sie haben die Freiheit und die Möglichkeit, die neuen Produkte Ihren Kunden wirklich anzubieten. Und das Vertrauen wird viel größer, als wenn jemand aus der quasi Außenwelt, aus einem anderen Bezirk, anderen Regionen das machen würde. Das ist der Vorteil, was Sie wirklich verwenden können und ausnutzen können. Um an diese Kundenprofile ranzukommen, wir bei Adesso verwenden meistens die Methode, die heißt Design Thinking. Das würde ich Ihnen auch empfehlen, das zu machen, weil das Wissen, was mein Kunde möchte, ist meistens bei Ihnen im Unternehmen schon vorhanden. Ist nur verstreut, das muss man aufsammeln, muss man wirklich aufarbeiten und daraus die sogenannten Personas bilden. Personas sind ja die typischen Kundenprofile, die Sie haben. Und zu diesen Personas würden Sie Ihre Produkte zusammensetzen. Und sobald Sie wissen, welche Personas Sie haben, welche Personas oder wie sehen die Kundenprofile aus, die Sie beliefern möchten, dann können Sie in die IT-Transformation auch einsteigen. Dann kann IT Ihnen richtig den Mehrwert bringen, diese Kundenbedürfnisse abzudecken. Evgenia, jetzt darf ich kurz unterbrechen. Könntest du deine Präsentation sozusagen im Präsentationsmodus noch anklicken? Dann sehen alle den großen. Gerade unten das Zeichen neben dem Zoom. Hast du das jetzt im Vollbildmodus? Jetzt haben wir dich im Präsentationsmodus. Wenn du nochmal raus. Ich fürchte, heute möchte mein GoToMeeting das nicht so gerne machen. Ich kann mich okay, dann bleiben wir so. Passt. Sorry. Ich schalte das nochmal ein. Genau, sind wir wieder in der Präsentation? Ja. Sehr gut, ich gehe nochmal weiter nach unten. Genau. Genau, passt das so, danke. Also wo wir jetzt aufgeführt haben, ist, Sie müssen erstmal bei sich intern schauen, wie sehen meine Prozesse aus, wie viel Marketingkapazität habe ich, um diese neue Welt abzudecken. Wenn Sie merken würden, dass Ihre Marketing- und Business Development Abteilung, dass sie nicht so weit ist, die ist schon überlastet. Sie können es nicht mehr sich gönnen, neue IT-Software einzuführen und neue Methoden, wie Sie mit Kunden arbeiten, einzuleiten, dann würden wir Ihnen wirklich an der Stelle empfehlen, erstmal auf die kleinen Lösungen zu setzen, zum Beispiel das Produkt von virtuellen Kraftwerken, weil sonst überlasten Sie Ihre eigenen Mitarbeiter und können den vollen Nutzen von der IT-Unterstützung nicht entfalten. Wenn Sie aber sagen, ich möchte das wissen, ich möchte das machen und ich kann es mir leisten, ressourcentechnisch, also wirklich die internen Ressourcen, es geht wirklich um die Mitarbeiter, dann ist das Erste, was Sie mit den eben erstellten Personas machen, ist, Sie führen ein neues Kundenmanagement-System ein. Die Produkte, mit denen wir am meisten arbeiten, sind SAP CRM, Salesforce Velocity. Vielleicht kennen viele von Ihnen diese Produkte schon. Vielleicht haben viele von Ihnen diese Produkte auch. Wenn nicht, dann ganz kurz einen Überblick. Salesforce hat Velocity gekauft. Sie sprechen ja von Salesforce und Velocity quasi zusammen, weil die wahrscheinlich in den nächsten Monaten, Jahren mehr und näher zusammenkommen werden.
In diesen Produkten können Sie den sogenannten 360-Grad-View über den Stand von Ihrem Kunden sehen. Wie ist der Kunde auf Ihre Seite gekommen? Warum hat der Kunde eine Bestellung abgebrochen? Wonach hat der Kunde gesucht? Was hat der Kunde nicht gefunden? Wie sieht die Historie von Ihrem Kunden aus? Wo steht er? Was macht er? Warum wird seine Leistung teurer? Was kann ich, wo ist der Kunde? Was kann ich dem Kunden anbieten? Was habe ich schon angeboten? Was habe ich noch nicht angeboten? Und was kann ich vorhersagen, dass der Kunde in 6 Monaten oder in 2 Jahren oder in 5 Jahren brauchen wird? Also welche neuen Dienstleistungen soll ich diesem Kunden anbieten? Sind das Hardwareleistungen? Sind das andere Tarife? Kann ich bei diesem Kunden etwas installieren? Ich sehe, dass sein Verbrauch gestiegen ist. Hat er ein Kind bekommen? Ist er umgezogen? Baut er sich ein Haus? Was weiß ich über diesen Kunden? Wenn Sie alle diese Informationen sammeln in eine Software, hat Ihre Marketingabteilung die Möglichkeit, die Chance zu erkennen, wenn die Bedürfnisse von Ihrem Kunden sich ändern. Und dementsprechend haben Sie immer die Chance, die Möglichkeit, den Kunden wieder zu kontaktieren, wieder anzuschreiben, anzurufen, ihm etwas anzubieten und somit die Bedürfnisse von dem Kunden zu treffen. Es geht hier wirklich nicht nur darum, dass Sie Ihre Umsätze steigen. Es geht darum, die Kunden glücklich zu machen. Damit Sie den Kunden glücklich machen, müssen Sie wissen, was braucht dieser Kunde. Wie lebt er? Wie ist sein Tagesablauf? Verbraucht er Strom nachts oder tagsüber? Verbraucht er was anderes? Ist er bereit, den Strom zu verkaufen? Ist er bereit, den Strom dazu zu kaufen? Was braucht er? Was für ein Leben führt jeder Kunde? Und anhand von diesem Leben, Lebensstil, quasi anhand von dem Bild von dem Kunden, was Sie haben, können Sie Ihre Produkte dynamisch stets anpassen. Und wie gesagt, das funktioniert nur, wenn Sie dafür die Software haben, weil wenn Sie keinen Kontakt, keine Datenbank, keine Übersicht über die Kundensituation haben, können Sie eigentlich nicht raten, was ändern Sie bei dem Kunden. Wir betreiben ja keine Spionage. Wir wissen es nicht. Wenn beim Kunden was ändert, es kommt an uns vorbei. Die CRM-Systeme sind wirklich gut, um das Portfolio, also das, was Sie, die Services, die Dienstleistungen, die Hardware, was Sie dem Kunden anbieten, stets im Blick zu halten und stets updaten zu können. Kann ich Ihnen wirklich empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen, solche Produkte einzuführen, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Das hilft enorm, den Kunden zu verstehen und wirklich zu tracken, was Sie beim Kunden ändert. Jetzt haben wir das quasi perfekte und immer aktuelle Kundenbild. Wir wissen, was der Kunde möchte. Wir sind in der Lage, jetzt unsere Produkte, unser Angebot perfekt zuzuschneiden, um auf die Kundenbedürfnisse zu reagieren. Die Produkte, die wir dafür, also Software, die wir dafür empfehlen würden, ja, SAP, immer noch, das ist ja der Marktleader, den kennen alle. Neben der SAP gibt es einen neuen, sehr starken Mitbewerber, das ist die Power Cloud. Hier auf dem Diagramm sehen Sie, welche Prozesse man in Power Cloud abbilden kann. Und die Stärke von der Power Cloud ist, dass es leichter zu konfigurieren ist und dass die Power Cloud deckt die komplexen Produkte ab. Das heißt, Sie können dem Kunden gleichzeitig Strom verkaufen und seinen Strom teilweise abkaufen. Sie können gleichzeitig ein Produkt anbieten, was der Kunde jeden Monat bezahlen würde, zum Beispiel einen Ladetarif. Sie können ein Produkt anbieten, was der Kunde nur einmalig zahlt, zum Beispiel eine Wallbox. Sie können die Cloud-Service, die Cloud-Strom-Services abbilden. Also je nachdem, welche Produkte für diese Person konfiguriert worden sind, die kann die Power Cloud für Sie übernehmen und abrechnen. Das ist ziemlich selten. Von Software-Produkten, die komplizierte Tarife abdecken können, da gibt es nicht so viele. Außer wenn Sie irgendwas intern entwickeln. Eigenentwicklung ist natürlich immer möglich. Aber Power Cloud und SAP natürlich, das sind die Softwareprodukte, die wir an der Stelle wirklich empfehlen würden. Die sind gut, die können das auch leisten. Und jetzt, wir wissen, wer unser Kunde ist. Wir können die Produkte anbieten, wir können diese Produkte abrechnen. Das heißt, wir sind schon im Regelbetrieb. Eigentlich läuft alles, wie wir es uns vorstellen würden. Was machen wir in der langen Frist? Die Besonderheit von Post-EEG-Anlagen ist, dass die älter werden. Das heißt, die Wartung wird teurer, die wird mehr Ressourcen in Anspruch nehmen. Man muss immer wieder zur Anlage hinfahren, die Anlage prüfen, schauen, die Teile austauschen, schauen, ob die Anlage noch so läuft, wie die laufen soll. Die Kennzahlen, die werden schlechter mit dem Alter. Das heißt,
das Betreiben von einer Anlagebetreuer. Das kann man nicht vorbeugen. Da kann man wenig was dagegen machen, außer man Repowering macht oder die Anlage komplett abreißt und neu baut. Aber es gibt IT-Produkte, die Sie dabei unterstützen können, das vorherzusagen. Und das sind die sogenannten Asset-Management-Produkte zum Beispiel, Sensorik und Predictive Maintenance, zum Beispiel KI, Smart-Geräte und Zähler, ja ohnehin, die gehören zur Post-EEG-Welt. Bei den ersten beiden Punkten haben wir einen Partner Urban Energy, der genau das abdeckt und genau das in seinem Portfolio hat. Und Punkt Nummer 3 oder Folie ist so ein Sonderfall von Blockchain, die in der Post-EEG-Welt zusätzliche Bedeutung gewinnt. Blockchain ist ja diese Technologie, bei der man mehrere vertraute Knoten miteinander verbindet und diese vertrauten Knoten können die Infos direkt austauschen. Somit ist der Infostand sehr up-to-date und sehr sicher. Also Sie können jederzeit wirklich sicherstellen, dass die Informationen, die Ihnen vorliegen, dass die valide sind und nicht gefälscht wurden. Die Besonderheit von der Blockchain-Technologie ist, dass die ziemlich stromintensiv ist. Das heißt, Eigenverbrauch von solchen Steuerungsnetzwerken, die blockchain-basiert arbeiten, ist ziemlich hoch. Es lohnt sich besonders, wenn Sie in der Post-EEG-Welt einen Eigenverbrauch, also Blockchain mit Eigenverbrauch machen. Das würde Ihnen helfen, die Herkunftsnachweise von Ihren Anlagen jederzeit dynamisch zu verwalten. Und wenn Sie das richtig aufsetzen, richtig ausrechnen, können Sie mit Blockchain, wenn Sie Eigenstrom produzieren und Eigenstrom dafür nehmen, theoretisch auch quasi eine kostenlose Steuerung für sich aufsetzen. Das wäre es an der Stelle. Wir haben die Kundenverwaltung, also Post-EEG für Kundenverwaltung, Post-EEG für Produktverwaltung, Post-EEG für Hardwareverwaltung kurz besprochen. Ich würde an der Stelle jetzt zur letzten Folie springen. Wann lohnt es sich für mich und was lohnt sich für mich? Kurz zusammenfassend, man muss in der Post-EEG-Welt auch die Kundenbedürfnisse wirklich viel stärker setzen und zugeschnittene Produkte, perfekt zugeschnittene Produkte unterschiedlichen Kunden anbieten. Und dafür muss man erstmal drauf schauen, was kann ich leisten als Startwerk, wie viele Ressourcen habe ich da, wie IT-affin bin ich, wie vertriebsstark ist meine Vertriebsmannschaft, wie viele Ressourcen habe ich da. Wenn man merkt, dass man noch ein bisschen Vorlaufzeit braucht, bis man in die großen Lösungen einsteigt, würden wir Ihnen wirklich empfehlen, die kleinen Optionen sich zu überlegen, zum Beispiel das Produkt von virtuellen Kraftwerken, sehr gut, wirklich zu empfehlen. Wenn Sie sagen, ich bin bereit, wirklich alles auf einmal umzusetzen, dann gibt es die größeren Produkte, die ich beschrieben habe. Und wenn Sie weitere Fragen haben, gerne zu Fachchen fragen, da ist meine E-Mail unten an der Folie mit vertrieblichen Fragen, steht mein Kollege Herr Föhringer Ihnen zur Verfügung. Und somit würde ich zurück übergeben. Prima. Danke dir, Evgenia. Dadurch, dass ich am Anfang ein bisschen überzogen habe, haben wir auch schon, würde ich sagen, switchen direkt von ein paar Fragen, sind schon einige reingekommen. Zum einen die Frage zu Herkunftsnachweisen. Werden Herkunftsnachweise für Kleinstanlagen ausgestellt? Ja, definitiv. Grundsätzlich sind Herkunftsnachweise hängen nicht an der Anlagengröße. Jede Anlage kann einen Herkunftsnachweis ausstellen. Sozusagen die Größe für einen Herkunftsnachweis ist immer eine Megawattstunde. Sozusagen die sollte man dann erreicht haben. Um Herkunftsnachweise auszustellen, der Herkunftsnachweis gehört erstmal dem Anlagenbetreiber. Das heißt, er braucht ein Konto beim Umweltbundesamt im Herkunftsnachweisregister. Sobald er das angelegt hat, kann er die Herkunftsnachweise an jemand anderes im Herkunftsnachweisregister entsprechend verkaufen. Bedeutet, das geht auch für Kleinstanlagen. Ist natürlich da dann die Frage, ob es sich dann lohnt, für eine 1KW-Anlage, die einen Herkunftsnachweis erstellt, das auch zu machen. Möglich ist es. Je größer die Anlage, desto mehr sie durch das Netz einspeist, desto mehr Herkunftsnachweise hängen natürlich auch dran. Und am Endeffekt ist hier der Punkt, gerade wenn man auf Kleinanlagen schaut, auch gerade bei jedem Stadtwerk, kann einfach dann in der Masse was ganz Schönes entstehen, dass man für seine Grünstromtarife nicht mehr Wasserkraft aus Norwegen oder wenigstens aus Deutschland sozusagen anbietet, sondern tatsächlich auch Herkunftsnachweise aus seiner Region oder von Anlagen, die man selbst vermarktet.
Andere Frage geht dahingehend, ab wie vielen Anlagen in meinem Netzgebiet oder Liefergebiet lohnt es sich, Post-EEG-Angebot aufzusetzen? Gibt es hier Erfahrungswerte? Meiner Meinung nach kann es sich schon ab der ersten Anlage lohnen. Wir haben gesehen, die Post-EEG-Welle kommt gerade. Natürlich sind jetzt die Anlagen, die jetzt Anfang des Jahres ausgelaufen sind, noch verhältnismäßig wenige, ist aber auch schon eine fünfstellige Zahl. Bedeutet damit jetzt anzufangen, die ersten Anlagen, denen zumindest was anzubieten und dann mit dem Hochlauf zu wachsen, ist immer meine Antwort. Hängt aber natürlich davon ab, dass man sagt, ja, was möchte man erreichen? Wenn ich am Anfang nur 2, 3 Anlagen in meiner Region habe, die jetzt rausgelaufen sind, würde ich immer empfehlen, mit einer einfachen Co-Branding-Variante zu starten. Dafür lohnt es sich noch nicht, das volle IT-Paket, die vollautomatisierte Abwicklungsstrecke selbst aufzubauen. Wenn man aber weiß, und man kann ja aus den sozusagen Informationen, die verfügbar sind, ganz gut ablesen, wie viele Anlagen sind es denn bei mir, plus Add-on, es sind ja nicht nur Post-EEG-Anlagen, sondern noch neue Anlagen, dann ist in der Regel die Entscheidung, damit zumindest jetzt zeitnah zu starten und dann in den Hochlauf zu gehen. Je mehr natürlich, desto besser, aber ich würde sagen, ab 2 Händen von Anlagen würde ich es eben empfehlen, dort zumindest was im Angebot zu haben. Nächste Frage war, können Sie beim Thema Ausschreibung unterstützen oder beraten? Muss ich für mich antworten, sozusagen als virtuelles Kraftwerk ein Stück weit Informationen bereitgeben? Ja, tatsächlich haben wir aktuell keinen Service, der sozusagen die Ausschreibungsberatung end-to-end als Produkt anbietet. Wenn ich zu euch schaue, ich befürchte auch ein Nein. Wir machen eigentlich, also wir können beratend unterstützen, aber genau. IT ist eher unsere Stärke. Ja, sollten da aber Fragen zu sein. Wir haben sich auch einige Partner, die schon den Ausschreibungsprozess durchlaufen haben. Da können wir auf jeden Fall Kontakte herstellen. Als gutes Angebot haben wir es nicht dabei. Nächste Frage geht zum Thema Ü20-PV-Anlagen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass einige VNW auf die komplette Erneuerung des Zählerschranks bestehen, auch wenn die PV-Anlage nur von Volleinspeisung auf Überschusseinspeisung umgestellt wird. Wie lassen sich diese unverhältnismäßig hohen Kosten in Höhe von bis zu 2.000 Euro gegebenenfalls vermeiden? Was wäre aus Ihrer Sicht die kostengünstige und pragmatische Lösung? Ja, das ist ein Thema, auch eins, was einige unserer Kunden betrifft, ist tatsächlich sehr, sehr einzelfallabhängig. Gerade wenn das Thema intelligentes Messsystem kommt, das ein Pflichteinbaufall ist, dann muss dieses intelligente Messsystem irgendwo verbaut werden. Wenn kein Platz mehr im Zählerschrank ist, dann wird ein neuer benötigt. Da kommt man dann leider nicht drum herum. Grundsätzlich ist aber auch eben die Frage, welche Lösung sozusagen in der Vermarktung gehe ich? Gehe ich vielleicht in eine Direktvermarktung und kann mir dementsprechend ein paar Kosten ersparen oder habe eine bessere Variante? Das muss man sich anschauen. Oft ist es leider so, dass gerade sehr, sehr alte Anlagen, die in den 2000er Jahre gebaut wurden, noch einen sehr, sehr kleinen Zählerstand haben und da hat man auf jeden Fall Handlungsbedarf. Da kommt man gerade oft aufgrund des intelligenten Messsystems dann nicht drum herum, da Hand anzulegen. Genau, kann jetzt sozusagen keine die allgemein gute Lösung anbieten. Ist tatsächlich eine Fallentscheidung, was ich da mache. Und dann natürlich die andere Frage, wenn wirklich diese Kosten auftreten, vielleicht auch zu sagen, okay, ich gehe auf 100% Eigenverbrauch. Oder im Worst Case, was dann so ein bisschen das grüne Herz blutet, die Anlage 100% abzuregeln, ist immer eine Variante, empfehle ich persönlich nicht. Muss man sich aber anschauen, ob es ja nicht die Investor noch lohnt. Oder man repowert die Anlage, baut die neue Anlage aufs Dach und kann dementsprechend nochmal neu starten. Wir bleiben beim Thema Ü20-Anlagen. Wenn man diesen Direktvermarktung nimmt, muss es eine Volleinspeisung sein oder geht es auch als Überschusseinspeisung? Es geht immer beides. Also wir bieten beides an, beide Seiten und es ist auch sehr, sehr wichtig, weil gerade je kleiner die Anlagen werden, gerade im KW-Bereich, ist in der Regel immer eine Volleinspeisung, ein Eigenverbrauch mit dabei. Gerade das macht dann auch die Wirtschaftlichkeit der Anlage erst aus, gerade je kleiner die Anlage wird. Und mit unserer Lösung sozusagen ist auch die letzte Kilowattstunde, die noch eingespeist wird im Mittagspeak, sozusagen wird vermarktet. Und genau das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Touchpoint für Ihre Kunden. Auch wenn es um das Thema Wirtschaftlichkeit geht, dann ist die Diskussion nicht, lohnt sich die Direktvermarktung für die wenigen Kilowattstunden, sondern es lohnt sich generell, die Anlage zu betreiben mit Eigenverbrauch und man kann dem Kunden einfach noch was Gutes tun, indem man eben seine Resteinspeisung auch noch abnimmt und dann vielleicht auch noch andere Produkte, Thema Stromlieferung etc. dazu schieben. Nächste Frage ist, wird es in Zukunft mehr Nachfrage nach HKNs wegen des CO2-Handels geben?
Gute Frage. Ich glaube, unabhängig vom CO2-Handel wird es eine Nachfrage nach regionalen Herkunftsnachweisen und vor allem nach Herkunftsnachweisen aus Solar und aus Wind geben, weil diese gibt es heute nicht. Heute ist der gesamte Grünstrom in Deutschland, wie gesagt, entweder Wasserkraft Norwegen oder Wasserkraft aus deutschen Anlagen. Die anderen Technologien gibt es nicht. Und wenn man wirklich einen Regelstromtarif vielleicht aufbauen will oder einen eigenen Stadtwerkstarif, dann kann man das eben auch wirklich mit Herkunftsnachweisen aus der Region dann belegen. Und dann wird das Produkt tatsächlich auch wertig. Und ich glaube, dass es hier definitiv eine Nachfrage geben wird, weil eben auch unter anderem immer mehr Unternehmen, sei es wegen CO2-Handel oder auch wegen ihrer eigenen Umweltstrategie, immer mehr auf 100% grüne Energie gehen. Das heißt, meiner Meinung nach wird die Nachfrage da steigen. Und Wasserkraft ist endlich, da gibt es kaum noch Zubau in Deutschland. Das heißt, die Quellen werden PV und Wind sein müssen. Und dementsprechend wird es dafür eine Verwendung geben, so meine Sichtweise. Genau, dann noch eine andere Frage. Oft sind die IT- und Prozesskosten für Post-EEG-Anlagen höher als die potenziellen Einnahmen. Wie können Sie hier unterstützen? Wo liegt der Mehrwert der Anlage? Wo liegt der Mehrwert, die Anlage über Sie vermarkten zu lassen? Ja, kommt sehr, sehr auf die Anlagensituation an. Wenn es eine sehr, sehr kleine Anlage ist, die vielleicht noch einen großen Anteil Eigenverbrauch hat und vielleicht nur 10% ins Netz einspeist, dann hat natürlich der Vermarkter, wir oder Sie als Stadtwerk, noch einen gewissen Teil an Kosten, Bilanzkreiskosten etc., die man zumindest decken muss. Großer Vorteil daran, bei Kleinanlagen sind es Arbeitskosten. Das heißt, je weniger Menge, desto geringer die Kosten. Nichtsdestotrotz, von irgendwas müssen natürlich auch wir leben oder auch Sie als Stadtwerk leben. Die Antwort ist da meiner Meinung nach immer, das Gesamtpaket den Kunden anbieten zu können. Das meinte ich vorhin mit Wirtschaftlichkeit. Es kann sein, dass die Direktvermarktung vielleicht ein Nullsummenspiel ist. Das heißt, das, was an Kosten für die Direktvermarktung übrig bleibt, sind nur ein paar Euro pro Jahr sozusagen, was der Kunden bleibt. Das kann aber schon ein Motivator sein, bevor die Anlage abregeln muss oder vielleicht aufwendige IT einbauen muss, damit es keine Einspeisung mehr ins Netz gibt. Wie gesagt, bei Anlagen kleiner 100 kW gibt es noch sozusagen die Einspeisevergütungslösung für ausgeförderte Anlagen. Bei Anlagen größer 100 kW, die müssen vermarktet werden, unabhängig davon, wie viel Strom sie einspeisen. Und dann kann es ein Trade-off sein. Für Sie als Stadtwerk auf jeden Fall eine Sache, genau diesen Kunden nicht nur Direktvermarktung anzubieten, sondern das Gesamtpaket. Und daraus kann dann ein Schuh werden. Noch eine Frage, können Sie ebenfalls die Ausrüstung oder Aufrüstung der Anlage für die Fernsteuerbarkeit übernehmen? Ja, wir übernehmen das, auch bei uns in der Direktvermarktung. Wir machen es allerdings nicht selbst. Wir haben den Weg gewählt, da es einfach dort draußen sehr, sehr viele Fernsteuerbarkeitslösungen gibt. Sehr, sehr oft bei PV-Anlagen sind die schon direkt in den Wechselrichtern integriert. Man kann natürlich auch eine separate Steuerbox installieren. Wir schauen bei jeder Anlage darauf, was die wirtschaftlichste Lösung ist für den Kunden, was er vor Ort hat und bauen dementsprechend die Fernsteuerbarkeit mit auf. Das Ganze hat man gesehen bei uns im Portal, funktioniert digital, es wird ein Test gemacht. Das übernehmen wir und dementsprechend den Service bieten wir auch Ihnen als Stadtwerk an. Genau, ich gucke so ein bisschen rüber zu Lisa. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, noch eine Frage bekomme ich. Wenn ich die Post-EEG-Vermarktung selbst aufstellen möchte, wie lange im Sinne von Vorlaufzeit, Projektlaufzeit muss ich einplanen? Würde ich vielleicht anfangen und dann noch an Evgenia übergeben. Ich würde sagen, wenn man das Thema selbst aufstellen möchte, sozusagen am Anfang starten mit einer Co-Branding-White-Label-Lösung, dann geht das innerhalb von wenigen Tagen, sozusagen, dass man starten kann. Wenn man es dann wirklich voll integriert in seine eigene Lösung aufbauen möchte, wäre meine Antwort, kommt ein bisschen drauf an, aber Evgenia kann da, glaube ich, bessere Einschätzung geben, was vielleicht auch manche andere Projekte an Zeit gekostet haben. Ja, genau. Es hängt komplett davon ab, was habt ihr schon? Also wie weit sind Sie schon gekommen? Nach 3 Monaten kann man auf jeden Fall die ersten Ergebnisse schon sehen. Und dann Open End, je nachdem, wie weit ins Individualsoftwareentwicklung zum Beispiel dahin, wenn Sie wirklich Individualsoftware entwickelt haben möchten, kann es natürlich Jahre dauern. Aber dann ist die Software perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Aber wirklich die erste Umstellung, die ersten Ergebnisse nach 3 Monaten, das ist schon voll realistisch. Wir machen das, also wenn Sie Fragen haben, gehen Sie auf uns zu. Adesso kann begleiten von der Konzeptionsphase bis zur letzten Umsetzung, Migration, Abschluss von der Entwicklung. Wir machen alles. Fragen Sie uns, was es gibt, was die Möglichkeiten sind.
Sie können sich ruhig ein unverbindliches Angebot einholen und dann wissen Sie, wie schnell Sie damit rechnen können, dass Sie die ersten Ergebnisse schon sehen. Gut, und damit würde ich sagen, haben wir auch eine sehr, sehr schöne Schlussüberleitung. Zum einen noch als Ausblick unsererseits, aber ich glaube, das wird Lisa gleich erzählen, wie es weitergeht. Dementsprechend würde ich schon mal sagen, auch wenn wir noch nicht alle Fragen beantwortet haben, schon mal danke, mir hat es Spaß gemacht. Danke, Evgenia. Und wenn noch Fragen sind, meine, unsere Kontaktdaten haben Sie, melden Sie sich gerne. Und genauso auch bei Evgenia und den Kollegen von Adesso. Dementsprechend meinerseits schon mal ciao und Lisa hat noch was Wichtiges zu erzählen. Vielen Dank. So, genau, dann komme ich zurück und teile nochmal die Präsentation. Und zwar, bevor ich Sie jetzt gleich verabschiede in den Fastfeierabend, würde ich gerne noch auf unsere kommenden Veranstaltungen zu sprechen kommen. Und zwar haben wir morgen einen Showroom zum Thema Direktvermarktung und Stromlieferung. Da stellen wir so ein bisschen unsere Produkte vor. Von 15 bis 16 Uhr geht der. Und wie der Kollege Simon Schwede ja schon gesagt hat, haben wir nächste Woche nochmal ein Showroom zu unseren Kooperationsmodellen. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir den einen oder anderen nochmal wiedersehen. Und ansonsten haben wir am 31. März nochmal ein Webinar zum Thema Verkauf und Kauf von PV-Anlagen. Und im April haben wir auch schon einige Termine festgezurrt für Sie. Und zwar wird es Anfang April bzw. genau Mitte April am 15. um das Thema Photovoltaik für Freiflächenausschreibung gehen. Und ja, da freuen wir uns, wenn Sie sich anmelden, wenn Sie daran interessiert sind. Ansonsten schauen Sie auch gerne auf unserer Webinarseite vorbei. Da haben wir die Webinare, die wir auch schon in Vergangenheit gehalten haben, als Aufzeichnung. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall einen schönen Nachmittag und vielen Dank auch an die beiden Experten, die uns heute mit ihrem Wissen beglückt haben. Ich hoffe, das hat Ihnen als Stadtwerk weitergeholfen und wünsche Ihnen jetzt schon einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.